Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von I am Alive. So, ich habe vielleicht schon mal offscreen was erledigt. Ich habe nämlich mal, wie ihr hier sehen könnt, alle schwarzen Schatten getötet. Also in allen diesen Räumen, außer dem links. Das war ja der Schatten, der uns das letzte Fragment verweigert hat. Dabei ist nicht viel passiert. Ich habe es offscreen gemacht, weil ich persönlich finde die Kämpfe hier nicht besonders spannend. Ich musste Iris zwischendurch was geben, weil wir sehen können, sogar jetzt ist wieder ziemlich wenig HP. Aber ich habe hier die, ja, geringsten Dingerchen genommen, die wir hatten. Ich glaube, das waren so Kekse oder sowas. Und als ich den fünften erledigt hatte von den Schatten, habe ich noch eine Taste bekommen. Und ansonsten glaube ich hier irgendwo noch mal eine Waffe oder irgendein... Was ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da ist nur schwarz und mal eins. Das ist ja mysteriös. Da müssen wir jetzt mal glatt gucken, ob das hier vielleicht irgendwas zu equippen ist, was man gar nicht... Da, tatsächlich. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ja, das muss ich bekommen haben irgendwie in einem Kampf, wobei mir das nicht aufgefallen ist. Aber wow, die Attacke geht ja unglaublich hoch. Aber die magische Abwehr... Das ist ja krass. Und hier? Wow. Das ist schon nicht schlecht. Also da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das auswähle. Aber ich habe so irgendwie ein bisschen Angst, dass das verflucht ist oder sowas. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Sehr mysteriös. Ja, jedenfalls, ich habe es natürlich schon ausprobiert und dann neu geladen. Ja, jetzt passiert was. Also, gibst du uns ein Fragment? Klar, aber... Es ist unmöglich. Was? Was hast du gesagt? Wie ich mir dachte, es ist unmöglich. Ich werde es euch nicht geben. Ey, wart mal einen Moment. Aber wieso will er es uns nicht geben? Komm schon, wir müssen hinterher. Okay, also wir müssen ihn scheinbar verfolgen. Okay, die rote Silhouette hier ist zum Beispiel weg. Aha, er haut ab. Wo ist der hin? Ich suche mal hier. Und du kümmerst dich um die andere Seite. Na gut. Suchen wir diese Silhouette. Na, dann machen wir das wohl mal. Jetzt konnte ich mir ja auch endlich so durchlesen, was ihr in die Kommentare geschrieben hattet. Ja, vielen Dank für eure Interpretation, was mit den Schatten auf sich hat. Ja, auf jeden Fall befinden wir uns wohl in einem Traum von ihm, in einem Albtraum. Oder in einem Traum, aus dem man nicht erwachen kann. Und in dem er vermutlich sich selbst stellen muss oder irgendwie so, beziehungsweise seinen Ängsten oder seinen, ja, dem, was er getan hat. Irgendwie hat er ja wen umgebracht oder so, oder jedenfalls jemandem was angetan. Aber das, da werden wir hoffentlich ja noch was zu herausfinden. Ei! Gib es mir endlich. Wenn nicht, muss ich es mit Gewalt nehmen. Ich habe doch schon gesagt, das bringt nichts. Ich bin dagegen, dass du ihn tötest. Ich hatte dieselbe Meinung wie ihr alle, aber ich habe mich geändert. Ich glaube, es ist besser, wenn er lebt. Du wirst trotzdem verschwinden. Ich hätte dich schon vorhin eliminieren sollen. Hä? Das ist ja alles... Oh Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich nochmal geheilt. So ein Mist. Wartet mal, ich glaube, ich heile erstmal einmal. Wir haben ja noch einiges zum Heilen, oder? Ich weiß nicht genau. Ich nehme was zum Heilen doch. Gut. Ja, gut, dass ich es getan habe. Liebesgedicht. Ach so, das ist zum Heilen und zum Verbessern der Statuswerte scheinbar. Ich probiere es mal mit Nachricht. Oh, das war ja ganz ordentlich. Und die normale Attacke? Die zieht mehr ab. Okay, dann nehme ich die normale Attacke. Wir haben Tee mit Milch erhalten als Objekt. Da liegt ein Fragment? Dann hatte er es die ganze Zeit gar nicht bei sich. Aber woher kommt es? Ah, es macht keinen Sinn. Du scheinst die Lektion nicht zu lernen. Und wenn du aufgibst, es ist ja miserabel. Oder es ist so erbärmlich. Klar, diese Roten sind noch nicht alle verschwunden. Ach, die sind echt nervig. Es ist egal, wie sehr du dich auch mit den anderen vergleichst. Es wird sich nichts verändern.
Ihr könnt eure Boshaftigkeit nicht verstecken. Ihr werdet euch nicht verändern. Am besten ist, wenn alle verschwinden. Schon wieder gescheitert. Naja, jetzt haben wir jedenfalls alle. Das hier... Ja, genau, jetzt das Licht. Hä? What? Okay, er ist aber, glaube ich, in dem anderen Raum. Kann das sein? Was für ein schönes Aroma. Schau mich genau an. Ich weiß es nicht. Wohin gehöre ich? Wir gucken uns hier alles mal an. Eine leere Flasche ist leer. Ein einfaches Fass, da komme ich nicht rein. Scheinbar kann ich dieses Regal nicht bewegen. Auch ein ganz normales Fass. Dieser Traum erinnert mich an mein Zimmer. Und im Futon schloss ich langsam meine Augen. Dann... es wird dir sicherlich gut gehen. Das ist leer. Da ist scheinbar nichts weiter. Die Helden sagen sehr seltsame Dinge. Hey, kannst du mich hören? Bist du am Leben oder bist du tot? Bitte, antworte. Bitte, antworte. Nein, es geht um dein Glück. Es ist nur, das alles ist dein Werk. Der Junge ist eingeschlafen, deswegen kann er nicht antworten. What? Mein Gehirn implodiert. Irgendwie war hier ja jetzt nicht wirklich irgendwas Sinnvolles. Dann... Was? Es geht nicht auf. Oh oh, hui! Willst du den Schlüssel für diese Tür? Ich weiß, dass du ihn willst, aber ich werde ihn dir nicht geben. Reita, bestimmt wirst du fliehen. Denn das ist es, was du dir wünschst, Reita. Du hast doch zuvor gesagt, dass du so leben willst. Alle warten darauf, dass du ankommst, Reita. Hey, geh nicht, bleib hier. Ich möchte nicht. Verstehe. Gut. Dann bis später. Ach so, oh. Das ist aber schon, wie soll ich sagen, eine klarere Umriss, ne? Das könnte schon so eine bestimmte Person oder so sein. Stimme. Attackiere zweimal einen Gegner. Das probiere ich aus. Wow. Okay. Ich probiere mal einmal Attacke. Okay. Uff. Dann... Sehr gut, das hat nichts abgezogen. Man, das fällt mir jetzt erst auf, dass immer so Geräusche sind, wie als wenn jemand an einem Klavier spielt. Großes Leid haben wir als Objekt erhalten. Und wir haben auch den Schlüssel des ersten, ja, wie sagt man denn, Aufbewahrungsraumes erhalten? Wo ist wohl Iris oder Iris? Was? Oh, es brennt ja. Uch. So, ich speichere jetzt erstmal. Eigentlich will ich erstmal mich noch nicht heilen. Ich will erstmal, obwohl, ja, vielleicht gibt es halt irgendeinen Ort, an dem wir uns... Was? Das geht nicht auf? Komm ich hier lang? Aber bringt das jetzt was oder... Oder muss ich da oben lang? Muss ich hier... Was passiert, wenn ich... Da passiert gar nichts. Ich muss alles ausprobieren. Ah! Oh, Reita. Sie sind schon verschwunden. Wir haben die Stücke problemlos erhalten können. Meine Aufgabe hier ist zu Ende. Aber dieser Brand... Es ist schrecklich. Lass uns gehen. Warum musste das geschehen? Was? Was ich am Ende getan habe? Das ist nicht wichtig. Wir gehen jetzt. Im Inneren muss es noch einen weiteren Zugang geben. Lass uns dort entlang. Ich speichere nochmal. Ich liebe Speichern. Wartet, ich möchte jetzt schon noch ganz gerne ausprobieren, ob da oben jetzt noch irgendwie was passiert ist. Oder ob wir da echt erst später hin müssen. Aha, es ist offen. Das ist jetzt die Frage, aber wollen wir da jetzt lang oder wollen wir ins Haus? Sind das vielleicht unterschiedliche Enden? Ich guck mal, was hier passiert. Ich gehe hier jetzt mal durch. Warte, bitte. Gehst du schon nach Hause? Alle sind verschwunden. In jedem Moment werde auch ich verschwinden. Kannst du nicht noch ein bisschen länger an diesem Ort bleiben?
daran denke ich nicht mal. Verstehe, natürlich. Sehr schade. In Wirklichkeit bist du eine sehr starke Person. Oh no, und mir geht's so schlecht. Ich hätte mich doch heilen sollen. Ich kann nichts davon anwenden. Wir gucken mal, wie weit wir so kommen. Ah, vielleicht... Ja, das machen wir mal. Ja. Da ist ja nie so viel passiert irgendwie. Ein bisschen halt, aber... Nicht so, dass mir das wirklich viel bringen würde. Aber... Ich will mich ja nicht beschweren. Boah, das sieht gut ab. Das ist doch schön. Und aus irgendeinem Grund kann er sich auch nicht bewegen. Also mache ich einfach mal normale Attacken. Umso besser. Ja, easy. Oh, ich habe, glaube ich, schon wieder ein Item bekommen und habe zu schnell weggedrückt. Ich gucke gleich nochmal. Alle Silhouetten sind verschwunden. Es ist an der Zeit zu gehen. Oh. Was werde ich nun tun? Die ganze Zeit habe ich nur daran gedacht, dich zu töten. Sie haben mich darum gebeten. Sie baten mich darum, dich zu erdrosseln. Ich werde mich darum kümmern. Du überanstrengst dich immer, ich weiß. Deswegen tut es so weh, weil deine ganze Existenz ein Störfaktor ist. Bist du bereit, um zu sterben? Ah, dann stirb. Dein ganzes Sein wird verschwinden. Das ist der beste Weg zu deinem Glück. Wusstest du, dass du, wenn du stirbst, das Letzte, was du verlierst, dein Hörsinn ist? Bis du deinen letzten Atemzug getan hast, wirst du all die Beleidigungen weiterhin hören können. Hä? Größtes Fragezeichen der Welt über meinem Kopf. Ich nehme an, wir haben das schlechte Ende. Also, wir müssen scheinbar schon noch mal ins Haus. was soll ich dazu noch sagen? Wir kriegen nicht mal eine Musik bei den Credits. Das war ja jetzt mysteriös. Okay, also diese kurze Szene mit in diesem Abstellraum mit Iris oder Iris hat ja schon angedeutet, dass Iris dann doch wohl irgendwie noch was Böses im Schilde führt. Dass er oder sie uns jetzt am Ende einfach so killt, ist aber doch überraschend. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber gut. Kein Problem. Ich mache mir meine Haare nochmal hier ordentlich hoch mit meiner Klammer. Und bin bereit für einen neuen Anfang. Für einen neuen Versuch, genau. Aber ich muss gerade überlegen, scheiße, wo habe ich denn gespeichert? Ich hoffe, ich habe EDC, Rückkehr. Dann heißt ED wahrscheinlich Ending und wir haben Ending C. Okay. Ich weiß, dass es drei Enden gibt und dann hört sich C doch nach dem Schlechtesten an, oder? Dann gibt es noch A und B wohl. Ach, hier. Ja, perfekt, dann habe ich ja gut gespeichert. Also, und hier soll es noch einen Weg geben. Na dann. Das hatten wir schon. Okay, die Schatten hier sind auf jeden Fall verschwunden. Was ist denn hier hinten? Irgendwo muss hier also noch was sein. Huch! Achso, das geht nicht auf. Ich wüsste überhaupt nicht, wo wir jetzt hin sollen hier. Ich kann mir doch jetzt nicht alle Zettel nochmal durchlesen in der Hoffnung, dass wir den Weg finden. Oder ist das etwa so gewollt? Ach du Schande, okay, wir waren jetzt überall. Gut, dann untersuche ich jetzt mal alles. Eventuell gibt es einen Cut, weil ich jetzt echt nicht weiß, wie lange das dauert, bis ich irgendwas Sinnvolles finde. Bis gleich. Ja, da bin ich schon wieder. Eigentlich aber nur, um euch zu sagen, dass ich das Video jetzt doch erstmal so hochlade, weil ich bin hier komplett durchs ganze Anwesen und eigentlich meine ich jeden Screen, der existiert, gelaufen. Und habe mit allem interagiert und habe nichts finden können. Das Einzige, was neu war, war der Zettel, den wir jetzt anklicken können. Ich glaube, vorher saß da nämlich immer eine rote Silhouette. Aber ich meine, das ist einfach nur die Verteilung der Silhouetten im ersten Stock,
wie die in den Räumen gesessen haben und für welche Blume die standen. Ja, ansonsten konnte ich nichts finden. Im README, im Ordner des Spiels steht auch nichts, was irgendwie ein Hinweis wäre darauf, was wir jetzt machen müssen. Ja, ihr könnt mir gerne noch Tipps geben, was ich ausprobieren soll, aber eigentlich, ich bin auch bis ganz unten noch gelaufen, aber da kommt man nicht mehr weg. Also man kann noch einmal bis unten und dann kann man nicht weiter. Und sonst, ich war auch nochmal in dem Abstellraum, der andere Abstellraum geht nicht auf. Hier können wir noch einmal, nee, da komme ich nicht durch. Nö. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, im README steht kryptisches Zeug von einem mysteriösen Mädchen oder mysteriösen Frau, mit der man reden muss, bevor man da oben rausgeht. Aber ich finde hier nichts. Und ich habe auch versucht, diesen roten Schatten hier zu besiegen. Ob ich dann nicht oben rausgehen kann, aber das läuft automatisch ab. Also da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Er versucht dann sowieso rauszugehen. Ja, also wenn ihr noch irgendeine Idee habt, sehr gerne. Ich lade das jetzt so hoch, damit ihr Bescheid wisst und damit das nicht irgendwie unvollständig bleibt, falls ich tatsächlich gar nicht mehr herausfinden sollte, wie man zu einem anderen Ende kommt, was richtig blöd wäre und was ich nicht hoffe, aber vielleicht finde ich noch irgendwie was raus. Na gut, meine Lieben. Dann hoffe ich, dass wir uns nochmal wiedersehen hier bei I'm Alive, weil sonst wäre das ein sehr, sehr unbefriedigendes Ende für dieses Let's Play. Sehr nichtssagend. Ja, gucken wir mal. Ich hoffe einfach, dass es noch klappt. Also, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von I'm Alive. Ciao, ciao.